Herzlich willkommen zum Rückblick auf unsere unvergessliche Lego-Woche, gefolgt von einem tollen Sommerfest. Wir schauen auf eine herausfordernde, aber gesegnete Woche zurück und sind Gott zutiefst dankbar, dass alles so gut verlaufen ist. Alles begann am Dienstag mit den Kindergärten aus Etzbach und Ettershagen. Die 28 Kinder durften als erstes damit beginnen, die Lego-Stadt aufzubauen. Am Nachmittag waren dann die anderen Kinder an der Reihe. Zuvor hatten alle 140 Kinder eine aufregende Geschichte gehört, die von Jesu Jünger handelt, die in einen gewaltigen Sturm gerieten und Zeugen wurden, wie Jesus durch ein Wunder den Sturm besänftigte. Anschließend setzten sie mit großer Begeisterung den Bau der Lego-Stadt fort. Nach der Bauzeit lauschten sie einer fesselnden Fortsetzungsgeschichte über den beliebten Bürgermeister. Am folgenden Tag besuchten uns vormittags mehrere Schulklassen der Grundschule am Sieg, die mit großer Freude am Lego-Bau teilnahmen. Unsere Lego-Stadt wuchs stetig an Größe und Umfang. Am Nachmittag wurde den Kindern die Geschichte von Jona erzählt, bevor sie wieder mit vollem Elan am Bau der Stadt weiterarbeiteten. Am Ende hatten sie stolz ihre eigenen Lego-Häuser fertiggestellt und die spannende Fortsetzungsgeschichte genossen. Der Donnerstag brachte erneut Schulklassen der Grundschule zu uns, insgesamt 8 Klassen über beide Tage verteilt. Am Nachmittag trafen auch noch 60 Kinder ein. Sie hörten von dem Wunder, als Jesus über das Wasser ging und Petrus seinen Glauben testete. Diese Geschichte hinterließ nachdenkliche Eindrücke bei den Kindern, bevor sie in verschiedenen Projekten wie dem Bau einer Kirche und anderer beeindruckender Bauwerke ihre Kreativität ausleben konnten. Danach lauschten sie einer faszinierenden Geschichte über Dr. Martin Reiser. Am Freitag führten wir unsere Reise fort, indem wir die spannende Geschichte vom außergewöhnlichen Fischfang des Petrus und seiner Berufung erkundeten. Im Anschluss widmeten sich die Kinder mit Hingabe ihren Projekten und die Lego-Stadt nahm allmählich ihre endgültige Form an. Wir werfen mal einen genaueren Blick auf die Lego-Stadt, um zu bewundern, welch beeindruckende Stadt die Kinder durch ihre Kreativität geschaffen haben. Eltern und Besucher hatten am Samstag beim Sommerfest die Gelegenheit, all dies zu sehen und zu bewundern. Neben der beeindruckenden Lego-Stadt bot das Sommerfest eine Vielzahl weiterer Attraktionen. Ein Volleyballfeld und ein Fußballfeld wurden aufgebaut, wo den ganzen Tag über gespielt wurde. Verschiedene Stände und Hüpfburgen waren auch da und garantierten, dass für jeden etwas dabei war. Am Nachmittag bekamen die Kinder sogar Besuch von der Feuerwehr, was ein besonderes Highlight war. Kurz darauf wurden leckere Waffeln serviert und ein Eiswagen kam vorbei. Der Tag ging mit einem aufregenden Abendevent weiter, der jedoch wie im Flug verging. Es kamen auch viele Besucher, die den Tag mit uns genießen konnten. Am Sonntag ging das Fest bereits um 10.30 Uhr weiter. Der Tag begann mit einem Open-Air-Gottesdienst, bei dem Lieder gesungen wurden und eine Predigt gehalten wurde. Ich weiß nicht,
wie die das geschafft haben. Auf jeden Fall haben sie dicke Seile ganz um das Schiff gebunden und richtig festgezurrt, weil sie dachten, dann wird das Schiff vielleicht überleben und das wird nicht... Rudi durfte natürlich auch nicht fehlen. Frau, guten Morgen. Guten Morgen. Das ist ein Brett. Mama, nein, das ist ein Brett. Das ist ein cool. Brett fit. Nach dem Gottesdienst hatten die Besucher die Gelegenheit, die Lego-Stadt noch einmal zu besichtigen, bevor viele motivierte Helfer am Nachmittag alles wieder abbauten, um der Lego-Stadt die Weiterreise zu ermöglichen. Wir sind Gott zutiefst dankbar für diese gesegnete Woche und für jeden Helfer, der uns während dieser Zeit unterstützt hat.